Hey und herzlich willkommen in Neviwind. Gott, ich hasse das, wenn man Quick Entry in die schon laufende Indie kriegt. Gut, dann machen wir es halt so herum. In Neviwind ist es am Samstag sinnvoll reinzugehen. Wieso töten die Dragon? Um die eine Lookbook-Quest fertig zu kriegen. Und natürlich kann es hier auch sehr viel Spaß machen, PvP zu machen. Wieso ich mich aufgeregt habe, dass sie Dragon getötet haben? Ganz einfach. Umso mehr Orte du einge... Da waren Pfosten. Umso mehr Orte du eingenommen hast, umso mehr Punkte gibt es für die einzelnen Sachen, die man erledigt. Das heißt, wenn man als Asmodia jetzt Dragon oder Mahott macht, kriegt man 1200. Wenn man es als Idios macht, 70, weil man gar nichts hat. Also 1200 ist manchmal... Ich hab das, bin da auch noch nicht 100% durchgestiegen. Denn manchmal verbuggt das und man kriegt doppelt gezählt und manchmal nicht. Und das sind beide Male die auf drei, also keine Ahnung. Oh, habt ihr euch schon mal gewundert, wieso auf einmal alle rausfliegen? Das hängt dann damit zusammen, dass das Unionslied eine Ali gekickt hat. Das geht nämlich. Oh, PvP! Meiner, meiner, meiner! Ist ja unportbarer Sein, ist so ein Jäger immer. Stimmt. Apropos. Minions deaktivieren. Ich meine, ich bin eigentlich ein Fan von Neviwind. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man in so eine, den Grunde nach fertige Neviwind reinjoint. Weil es ein bisschen unspaßiger ist. Aber hey, es gehört dazu, dass man auch damit zurechtkommt. Auch die ganzen Edios, die jetzt hier nachjoinen, müssen irgendwie da vorne, ihr seht es ja, an die Quest nah rankommen. Es wurde nämlich beidseitig noch eine Allianz aufgefüllt, weil es vorher nur zwei waren. Irgendwer ist hier gerade mit Zorg, mit, wie hieß das nochmal, nicht Winterbindung, Ether-Shield. Also ihr kennt ja das Geräusch. Reingesprungen. Das reflektiert Schaden in der Nähe, wenn Schaden. Wieso hat der ein Verbotszeichen drauf? Und wieso? Hier scheint richtig viel Damage runterzukommen. Na, also die Edios sind PvP aktiv. Leider ist nur mein Kanto aktiv und der kriegt mich nicht wirklich hochgedrückt. Versucht das überhaupt? Boah, der ist im reinen Damage-Modus. So, jetzt aber. Aber auch nur AOE. So, zumindest habe ich jetzt einen TP-Buff. Ja, so ein kleines bisschen gegenhalten wäre schon nice, ne? Dass man die Alidiv kann ich nicht verstehen. Da würde ich eher abwarten. Also, einfach nur, um auch die Belohnung zu kriegen. Ich meine, okay, vielleicht hat man es echt eilig, aber meistens hat man es doch nicht eilig. Ich weiß, wir sind gerade alle dabei, Hasen zu machen. Und für mich ist es kurz vor 12 Uhr. Das heißt, wäre ich jetzt noch nicht fertig, müsste ich es jetzt auf jeden Fall fertig machen. Und wenn ihr das Video schaut, ist es kurz nach 12 Uhr. Och Gott, ich habe eine Empfehlung für euch. Beninerk EM. Macht das in einer vernünftigen Alli. Selbst wenn ihr nicht das Ziel habt, Schilder, 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 kein Schild. Selbst wenn ihr nicht das Ziel habt, Beninerk EM, den Boss zu töten, aber geht in eine Alli rein, also ihr gemeinschaftlich nicht den Boss töten wollt, geht in eine Alli rein. Wir waren da jetzt zu viert. Und wir hatten zweimal richtig stark gegierte SMs, das heißt mächtig AOE, also Titanic ist jetzt nicht zu unterschätzen. Es hat so ewig gedauert und es war für unseren Kleriker so eine Qual, weil es nur ewig dauert und dann, wow, es war halt einfach, wir dachten, es sei weitaus angenehmer. Und du kannst ja auch nicht Mobs überspringen, weil dann gehen die Zäune nicht runter. Aha, EM, macht's in Hardy. Definitiv. Macht es nicht mit wenigen, macht's mit vielen. Das ist viel, viel einfacher. Wenn ihr es mit wenigen macht, dann kann das schon mal ewig dauern. Mein Tipp an euch, aber selbst wenn ihr es mit euch selber macht, die Generatoren, da braucht ihr jeweils drei Leute zum Aktivieren. Das könnt ihr machen, noch bevor die Mobs... Wie hat der das hingekriegt? Oh, wofür ist das vor allem? Könnt ihr machen, noch ehe die Mobs spawnen, die spawnen, respawnen, also bevor die... Dinnerparty-Menschen dort zu bösen Menschen werden, könnt ihr einfach drei und drei euch hinstellen und dann müsst ihr die ganzen Dinnerparty nicht töten. Ist halt super angenehmer. Dafür müssen mindestens sechs Leute sein, die reingegangen sind. Na, es geht ja serverweit. Entsprechend könnt ihr auch theoretisch zu zweit drin sein. Dann müsst ihr euch echt durchquälen. Und das waren meine ersten EM-Erfahrungen und
hat ganz schön dafür gesorgt, dass ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hab. Gott. Ich hoffe inständig, dass nächste Woche wieder vernünftige Quests kommen. Das Ungleichgewicht ist halt schon stark. Letzte Woche war es Hamil und Co. Und diese Woche sind es komplett die schweren Instanzen. Ich habe ja schon mal angemerkt, die schweren Instanzen sind einfacher als die leichten. Ich hoffe, ihr habt das in dieser Woche gesehen. Bininek NM. Musst du gar nichts machen. Das sind 30 Hasen. Die kannst du alle so töten. Da ist noch nicht mal irgendwo ein PvP-Mob. Und Bininek EM musst du dich durch die ganze Instanz prügeln. Stella NM habe ich als Video gemacht, könnt ihr hier sehen. Müsst ihr am Anfang die Mobs töten. Zweimal. Ist total einfach. Stella EM, also Easy Mode hingegen, müsst ihr bis zum Endboss alles machen. Promme HM müsst ihr noch nicht mal bis zum Drachen gehen, also ihr müsst noch nicht mal einen Porter benutzen. Wenn ich das vergleiche letzte Woche mit Promme NM, musste man bis zum Endboss gehen. Also wirklich, die schweren Instanzen sind für Hasen einfacher. Deutlich einfacher. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen aufgefrischt, dass ihr nicht so sehr jetzt die ganze Zeit an die Hasen nur denken müsst, ob ihr euch einmal dabei ein kleines bisschen schmunzeln müsstet. Und bis denn!